zurück aus der Pause. Jetzt geht's weiter mit meinem Lifestyle Berlinale Spezial. Mit Berlin Bouncer feiert bei der 69. Berlinale eine Dokumentation Premiere, die einen anderen Blick auf das Berliner Nachtleben werfen soll. David Diedels Film Berlin Bouncer beschäftigt sich mit den Werdegängen, den Türphilosophien und der künstlerischen Seite der Protagonisten. Im besten Fall hat ja jeder Club oder jede Zeit, jeder Epoche irgendwie Spuren hinterlassen. Oder seit den 90er Jahren haben sie das Gesicht der Clubkultur ihrer Stadt wesentlich mitgeprägt. Jetzt sind sie hier, die Bouncers, zwei von den dreien. Warst du bei der Premiere? War natürlich bei der Premiere, wie sich das gehört. Und es war natürlich sehr schön. Ja, wie war es so, sich auf eine große Leinwand zu sehen? Das war ganz ehrlich komisch, weil ich immer dachte, es ist alles total egal und so, I don't fucking care. Aber als ich mich dann auf der Leinwand gesehen habe, dachte ich auch so und bin so ein bisschen aufgeregt gewesen. Aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl. Also. Wie kam es zu dem Film überhaupt? Wie lange hat das gedauert? Es ist alles bei David im Kopf entstanden. Mhm. Der hat uns dann langsam und sicher an uns herangeschlichen sozusagen. Und die uns dreien irgendwie angesprochen, separat, wo ich als damals gedacht habe, weil das ist schon fünf, sechs Jahre hier, ne? Nein, vier. Vier? Fünf? Okay, ich sage immer fünf. Vielleicht hast du recht. Ja, ich habe gedacht, wer will es hören? Wer will meine Geschichte hören? Scheinbar gibt es ein oder zwei, die sich dafür interessieren, aber Frankie ist auch super interessant, da hast du gesehen, also Frankie, ja. Titten und Ärsche. Erzähl mal über deine Titten und Ärsche. Also ich finde, dass Titten der Beweis sind, dass es Gott gibt und man muss sie ehren, so oft es geht und das tue ich, das ist einfach der Punkt. Okay, jetzt seid ihr ja in dieser Clubszene schon ewig, ihr seid die Götter dieser Berliner Clubszene. Wir haben dich auch reingelassen. Ja, so, wann hast du mich? Ich hab dich jahrelang reingelassen. Ja, das hast du, Brother, also ja, hallo, ich bitte dich. Nicht, ja. Aber das ist nicht das Geheimnis, ne? Man muss nicht sagen, du bist Kumpel, du kannst rein. Oder was ist das Geheimnis, dass man in den angesagtesten Clubs kommt? Ich weiß nicht, ob die angesagt waren, wo wir die angefangen haben. Das wurde dann später irgendwie gesagt. Aber wir haben uns einfach nur mit dem Platz, den wir zur Verfügung hatten, versuchen, das Bestmögliche an Material oder Menschen da reinzukriegen. Und irgendwie hat es geklappt. Wodurch unterscheidet ihr denn die Leute, die da rein wollen? Ob sie besoffen sind oder ob sie Geld haben und viel ausgeben? Also Geld ist mir scheißegal immer, deshalb bin ich auch immer noch arm. Und auch wenn sie besoffen sind, wenn sie nicht zu besoffen sind, können sie ja trotzdem auch ein bisschen betrunken noch lustig sein. Also sie dürfen halt nur nicht mehr vergessen, dass man nicht in die Ecke pissen darf. Also verzeih, alles andere finde ich nicht so schlimm. Genau, ich stimme zu. Und was ist euch schon mal was Gefährliches passiert an der Tür? Entschuldigung, warte mal bitte. Ja, kein Problem. Dankeschön. So. Wir wurden angegriffen und ich habe dann halt meinen Kiefer gebrochen bekommen. Da sind schon, also das fällt immer auf, weil mir fehlt nach wie vor der Zahn. Und da habe ich ein paar Sachen gelernt. Also ich wusste schon, dass es gefährlich war. Das hat sich dann bestätigt für mich. Aber es ist schwer, weil bestimmte Sachen zahlen wir immer alleine. Ich habe immer meine Anwaltskosten bezahlt, alleine. Und der Mensch, der den Club hatte zu der Zeit, hat mich nicht einmal im Krankenhaus besucht. Ich muss noch was sagen, weil ich mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht habe und ich auch schon genauso lange wie Bobby arbeite nachts. Und wenn du das halt statistisch betrachtest, also ich habe mich in den letzten 27 Jahren, vielleicht 27,5, ungefähr 3 bis 4 Mal pro Woche an der Tür exponiert. In diesen 27 Jahren habe ich ungefähr 10 Mal eine gewalttätige Auseinandersetzung gehabt, die nicht schön war. Gewalt ist immer totale Scheiße. Aber weil die Statistik sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass passiert, ist halt total gering. Also weißt du, manche Leute prügeln sich öfter auf der Straße for no fucking reason. Und halt wir haben uns exponiert und ja auch Menschen dismissed, whatever, was sehr konfrontativ ist. Und trotzdem haben wir das Glück gehabt, so wenig mit Gewalt konfrontiert worden zu sein in all den Jahren. Und ich weiß, dass es auch bei dir die Statistik sagt, dass es eine gute Quote ist, weißt du, für das, dass wir uns so oft exponieren. Ich bin Menschen begegnet. Ja.
in allen möglichen Situationen. Ja, ich nehme es ernst, weil es kann meine letzte Aktion sein, ist es wahr, aber die Quote, also die Statistik, dass ich dann halt... Sehr gut für Berlin, weil wir das Glück haben, in einem Umfeld zu leben, wo Gewalt keine große Rolle spielt. Sonst könnte ich das auch gar nicht machen. Ich glaube, dass Bouncer den Begriff Türsteher auch in einem anderen Licht führt. Bei diesem Interview merke ich das schon und das ist eine gute Sache. Man gibt sich Mühe. Ja, finde ich auch. Man gibt sich Mühe. Ich finde es ganz großartig, dass immer wieder neue Läden aufmachen. Ich finde es genauso tragisch, dass andere wieder zumachen. Aber Sven Marquardt stand seit 2004 an der Tür des Bergheim. Bin ich mal der zeitliche Segner? Dann komme ich bestimmt in so eine Hieronymus Bosch Zwischenhölle, wo ich immer irgendwo klopfe und die sagen, nee, du nicht. Ja. Das Schöne an der Berlinale ist, dass nicht die Filmpremieren immer abends sind, sondern auch nachmittags, wie jetzt. Ich befinde mich hier am Haus der Kulturen und hier feiert Weltpremiere der tolle Film Cleo. Der preisgekrönte Kurzfilmregisseur Erik Schmidt legt mit Cleo sein lang erwartetes Spielfilmdebüt vor. Es ist Erik Schmidts Liebeserklärung an Berlin. Ein mit viel Liebe zum Detail komponierter, visuell überraschender Film voller Poesie, der die Zuschauer mitnimmt auf eine ganz besondere Reise durch Berlin. Die fantasievolle Cleo fühlt sich ihrer Heimatstadt Berlin auf ganz besondere Art und Weise verbunden. Doch der größte Wunsch der scheuen Einzelgängerin ist es, die Zeit zurückzudrehen zu können. Mithilfe einer magischen Uhr, die bei einem Raubzug in den 20er Jahren erbeutet wurde und seither verschollen ist. Sie hofft mit der Uhr, den Tod ihrer Eltern ungeschehen machen zu können. Dann lernt sie Paul kennen und gemeinsam begeben sie sich auf einen abenteuerlichen Trip durch die pulsierende Großstadt. Komm, schnell. Das macht ja richtig Spaß mit dir. Erik Schmidts Liebeserklärung an Berlin feierte Weltpremiere als Eröffnungsfilms der Reihe Generation K+. Wie sehr groß ist die Aufregung? Gleich feiert Cleo hier Weltpremiere. Na, die Aufregung ist logischerweise riesig. Ich habe 4 Jahre daran gearbeitet. War ein sehr langer Prozess und das jetzt hier so zu sehen und hier mit diesen ganzen tollen Leuten, die mit mir an den Film gearbeitet zu stehen, ist natürlich eine große, große, große Ehre und ein ganz tolles Gefühl. Alle deine Schauspieler sind hier, sehr aufregend. Jetzt über den Film ganz schnell, warum konnte der nur in Berlin gedreht werden? Es gibt keine andere Stadt, die diese Geschichte erlebt hat. Also alles, was man sich anguckt, bis zu eine Teilung, es gab eine Mauer, die durch diese Stadt gegangen ist. So. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. So. Und deshalb versuche ich in meinem Film quasi genau dieses Gefühl irgendwie zu verarbeiten, diese unglaubliche Geschichte, diese Seele, die diese Stadt hat, der wollte ich so mit diesem Film quasi eine Hommage machen. So. Große Premiere hier, wie sehr aufgeregt bist du? Es ist der Wahnsinn, es ist fast schon wieder drüber. Also es ist wirklich ganz, ganz besonders, weil wir haben 5 Jahre daran gearbeitet und es ist so schön, jetzt das ganze Team zu sehen und es fühlt sich ganz, ganz toll und ganz warm an. Du hast auch einen Gesang dazu gesteuert, also das Titellied ist von dir? Genau, das haben wir zusammen entwickelt und dann gibt es noch eine Coverversion von einem Song, den wir jetzt noch ganz kurzfristig aufgenommen haben, ja. Sie haben den Film noch nicht ganz gesehen, sind Sie sehr gespannt oder haben Sie ihn schon gesehen? Ich bin sehr gespannt, ich habe ja so mitgemacht, aber das ist ja nur sektoriell und das waren 5 Tage hier in Berlin. Habe ich genossen. Na, und ich finde das schön. Also irgendwo als Schauspieler, ich habe hier mehrere Sachen gemacht, aber das war ein bisschen das Größte. Und vor allen Dingen konnte ich der kleinen Cleo, konnte ich ja die Relativitätstheorie beziehungsweise die Relativität der Zeit erklären. Und das hätte ein anderer gar nicht gekonnt als der Einstein. Haben Sie das auch behalten? Oh ja, das kann ich, das habe ich nicht, also das, ich kann nichts auswendig lernen, ich habe das aus meinem Innersten. Ich habe versucht, das aus meinem Kopf zu holen. Ich könnte Ihnen das auch jetzt schon erklären. Also von Ihrer Intelligenz halt. Das hat mit Intelligenz nichts zu tun, sondern mit Physik. Jetzt sind wir hier bei der Premiere eines Berliner Films.
Da dürfen Sie ja auch nicht fehlen, ne? Nee, da gucken wir gerne an und das ist ja die Zukunft. Meine Kinder beschäftigen sich auch mit Film und da ist ein Mockridge-Bruder dabei, der hat mich eingeladen und ich bin mit der Familie Mockridge verbandelt. Wir machen zusammen Projekte. Freue mich sehr. Bist du jetzt gespannt auf den Film? Total, total. Also ich habe die große Ehre gehabt, dass ich schon die ersten 10 Minuten gesehen habe, als ich mit Fabian in Cannes eine Villa geteilt mit noch anderen Kollegen von uns. Und da konnte ich schon einen kleinen Einblick erhaschen. Und es hat mich schon so berührt, die ersten 10 Minuten, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mir diesen Film unbedingt angucken. Naja, ich könnte ja dafür sorgen, dass ihr nicht vergessen werdet. Ach, und was willst du machen? Willst du uns ein Denkmal bauen oder was? Ja. Echt jetzt so? Naja, man könnte ja mal darüber nachdenken. Ja gut, wenn, denk mal, ne, dann bitte darauf achten, dass ich ein bisschen hübscher dargestellt werde. Ich bin nicht so fotogen, ich hab immer so ein Doppelkinn und so. Und in echt sehe ich ja viel besser aus. Ich meine, siehst du ja selber, wa? Hm. Selber schuld, wa? Was selber schuld? Ja, machst du ja so, ja. Normal da rinkieken. Warte nochmal, die baut uns ein Denkmal, da will ich gut drauf aussehen. Entschuldigung, ich könnte ja dafür sorgen, dass ihr wieder in die Köpfe der Leute kommt und dass nicht nur ich euch sehe, sondern auch alle anderen. Das waren die 69. Berlinale. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder bei einem Berlinale-Spezial.